Das ist ja auch nicht fremd. Online-Teaser. Habt ihr auch Teleprompter oder? Nee, noch nicht. Die Fliege nervt, aber wir haben schon überlegt, wenn ihr irgendwann mal abgesetzt werdet oder so, ne? Dann können wir hier richtig räubern. Ihr habt so viel geilen Scheiß. Ja, wir haben wirklich hier teilweise auch viel selbst gebaut, ehrlich gesagt. Ja, ich habe schon mit den Bastelboys geschnackt vorhin. Wirklich? Ja. Das ist, wissen ja auch viele nicht, die Bastel Brothers. Könnte sein, dass sie heute Abend vielleicht, wenn Finn Kliman zu Gast ist im Neo Magazin Royal, auch kurz auftauchen sollten. Was viele nicht wissen, dass Simon Spectacular und Marcel Magic, dass sie tatsächlich unsere wirklichen, also Marcel Magic ist unser Studiomeister. Ja, der hat eigentlich alles hier gebaut, ist ein echter Handwerker. Wohnt auch, glaube ich, wie sich das gehört, im Werkzeugkoffer. Da übrigens eine philosophische Frage, die klären wir heute Abend nicht, machen wir jetzt ganz kurz für unser geliebtes Online-Publikum. Übrigens, Hashtag heute Abend, SOS Kinderdoof. SOS Kinderdoof. Werkzeugkoffer. Mhm. Hast du einen Werkzeugkoffer? Nee. Hast du so einen Gürtel? Nein. Ralf? Ich habe mir jetzt einen gekauft, so einen, der aber schon fertig bestückt ist. Ne? Von so einer Firma, einer guten, soliden deutschen Firma aus dem Ruhrgebiet. Und das ist die Frage. Kauft man sich einen Werkzeugkoffer, der schon fertig bestückt ist? Ich habe Werkzeugkoffer mal so verstanden, man kauft sich irgendwann, wenn man zu viel Werkzeug hat, eine Kiste, wo man den ganzen Scheiß reintut. Das ist so meine Auffassung von Werkzeugkoffer. Aber ich ärgere mich immer, dass ich dann genau die Nüsse oder die Schraubenzieher nicht finde, die ich brauche. Und deswegen habe ich jetzt so einen, wo ich so ganz spießig, wo es so eingemalt ist. Ja, aber auf der anderen Seite, brauchst du das alles wirklich immer? Ich habe wirklich immer Werkzeug nach Bedarf gekauft. Und bist du eigentlich auch im Baumarkt Impulskäufer, in den Baumarkt gehen? Und ja, nicht mehr so, weil du das halt dreimal kaufst und so. Du kaufst dann immer Schrott, wenn du sie gerade brauchst, dann kaufst du sie aber nochmal irgendwann wieder richtig. Ja. Aber so ein Werkzeugkoffer ist das gleiche wie Skateboard oder so. Da stellst du dir auch zusammen, wenn du Experte wirst, oder der erste Schritt zum Experte werden ist, sich sein Skateboard selber zusammenzustellen. Mhm. So, du kaufst halt nur ein Brett, ein Script-Tape und so extra. Und das gleiche machst du beim Werkzeugkoffer auch. Da kaufst du dir halt dann den geilen Akkuschrauber. Der muss nicht unbedingt die gleiche Marke haben wie die, so, weißt du? Mhm. Der Werkzeugkoffer ist ja meistens eine so eine Dödel-Geschichte. Und dann gibt's die immer aus der günstigen Schütte und so, wo man dann so all die 25 Euro... Und geplante Obsoleszenz, also geplante, veraltet, das Ausfall von Geräten, dass sie das teilweise beim Bauen schon einbauen, dass es irgendwann nach 2 Jahren kaputt geht. Akku im Arsch oder so. Aber nicht bei meiner Firma aus dem Ruhrgebiet. Also soliden Ruhrgebiet. Gerade noch abgebogen, ja, genau Schleichwerbung. Nee, aber es ist ja genau die Sache, genau in dem Moment, wo du es brauchst, hast du es nicht. Also dann kannst du natürlich immer im Baumarkt fahren, das erstmal kaufen oder sowas, aber so habe ich jetzt alles... Und was man auch nicht unterschätzen darf, gerade bei elektronischen Geräten mit Akku, ist die Lagerung. Wenn du einen feuchten Keller hast und da irgendwie so einen Akkuschrauber mal 2 Monate nicht benutzt, kann es sein, dass es einfach da reinkriegt, die Kontakte korrodieren und dann, dass du das Ding nicht mehr benutzen kannst. Auch eine Riesenschwierigkeit. Wir ziehen immer überall Mäuse ein, ohne Scheiß. Jetzt. Wirklich Mäuse? Ja, überall. In allen, YouTuber. Tüte wohnt eine Maus. Ja, YouTuber, ich zieh da die Mäuse an, ist ja klar. Ja. Ist ja logisch. Geld und auch, ist auf dem Land, du in Rüspel auf dem Land, da ist eine Hauskatze vielleicht? Haben wir ja, klar. Aber Haushund? Nee, mach nicht, das ist ein großer Schritt. Aber der Hund auf dem Land ist der einzige Ort, an dem so ein Hund eigentlich hingehört. Ja. Ich verstehe in der Stadt, verstehe ich nicht, warum Leute so 7 große deutsche Doggen da irgendwie, dänische Züchten Doggen. Meistens da. Ja, in so einer Einzimmerwohnung haben, aber auf dem Land, so ein Hof ohne Hund ist irgendwie komisch. Ja, ja, da gibt es ja auch voll viele. Im Klimasland gibt es ja unsere Redakteurinnen und so, die haben alle Hunde. Also da sind schon 5, wenn ich da noch einen zuschmeiße, wird das... Und andere Tiere? Hühner habe ich natürlich, klar. Okay. Das war's eigentlich. Hühner und Mäuse werden auch Sie YouTube-Star, meine Damen und Herren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Heute Abend Finn Kliman zu Gast im Neo-Magazin Royal. Wir haben eine tolle Sendung vorbereitet. Auch für Freunde von Internet-Nachrichten im Allgemeinen. Ich halte es noch mal so ein bisschen blumig. Schalten Sie heute Abend ein, es lohnt sich. Ja, wir sehen uns. Bis nachher. Tschüss.